konzentrieren. Also, meine Lieben, seid bereit für unsere großartige Kio und ihre Stimme und liebe Technik. Sofort Musik ab und Mikrofon an. Let's go! Den Koffer, das Auto. Ich muss mir nach dem Packen vor allen Dingen nicht überlegen, oh, Scheibenkleister, habe ich alles in der Tasche, dem Koffer, dem Auto. Und ich kann euch nur sagen, dieses Gefühl ist unglaublich seltsam. Denn irgendwie gehört dieses Drumherum hinfahren, woanders übernachten, irgendwie mit dazu zum Con-Feeling. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren, wo Corona gewütet hat, auch gemerkt. Man wollte weg. Nicht einfach zu Hause Shooting machen, nein. Con, weg. Und ich war nicht ganz untätig. Ich habe in der Pause mir einen langgehegten Traum erfüllt. Nämlich habe ich mein erstes Solo-Programm geschrieben und mich tatsächlich auch getraut, mich damit irgendwo zu bewerben. Ja, es ist mein zweites Programm. Ich trete heute zum 9. Mal mit diesem Programm auf. Das heißt, läuft, würde ich mal sagen. Und deshalb war ich jetzt auch auf so vielen Cons im letzten Jahr unterwegs, wie seit meinem ersten Con-Jahr nicht mehr. Und wer denkt nicht gerne an sein erstes Con-Jahr zurück? Das hat mich zum einen bewegt, dieses Programm zu schreiben und zum anderen auch den nächsten Song mit reinzunehmen. Nämlich ist der aus einem Anime,
den ich damals zu meiner allerersten heiß ersehnten Animagic gecosplayt habe. Und wie es der Zufall so will, hat dieser Anime letztes Jahr ein teilweises Remake erhalten und das Opening hat mich einfach weggeblasen. Ich so, das ist geil, das will ich machen. Nämlich, es ist schwierig, war vielleicht nicht so clever, vor allen Dingen nach 2 Tagen geile Showgruppen, Show-Acts, wo ich nur im Publikum saß, das mit drin zu haben, aber da muss ich jetzt durch. Deshalb bitte, und für mich auf der Bühne die Intro mühlauter bitte, von dem einen Anime, Sayuri Reload Zeroin, das Opening, Kamimo Motokemo, bitte. Schicksalhafte Nacht auf dem Anime-Marathon 2005. Ich habe bei einer Freundin übernachtet, gemeinsam mit weiteren Freunden. Ich war so, ja, geil, Platz im Bett ergattert. Na gut, im Doppelbett mit 3 Personen. In der Mitte, okay. Besucherritze. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Besucherritze ist. Das heißt, dieses Doppelbett hatte keine eine große Matratze, sondern 2 kleine und dazwischen eine Kluft, die alles verschlingt. Auch Menschen. Heißt, in der Nacht irgendwann fraß mich diese Ritze so. Und eine der beiden hat mir dann auch noch die Decke geklaut, dass ich nicht nur bewegungsunfähig war, sondern auch gefroren habe.
bis mich jemand aus dem anderen Zimmer um 5 Uhr morgens erlöst hat. So. Und ich hoffe natürlich, dass heute Nacht keiner von euch frieren musste. Ich glaube es auch nicht bei diesen Temperaturen. Aber falls jemand so ist wie meine Frau, die sobald die Sonne untergeht, friert, auch bei 30 Grad, dann ist dieser Song besonders für euch, dass euch nämlich warm wird und immer ein Feuer in euren Herzen brennt, nämlich Digimon, wenn das Feuer in dir brennt.
Nummer 2, die Oberschlauen. Ja, hör mal, Mädel, der Karneval ist längst vorbei. Ach, geh, Klaus-Dieter. Im Gegensatz zu dir kann ich wahrscheinlich einen Kalender bedienen. Und ich glaube ja sowieso nur, dass dieses große Konloch von Oktober, November bis Februar, März nur dazu da ist, damit wir nicht mit den Karnevalisten in einen Topf geworfen werden. Und Reaktion Nummer 3. Guck mal, ein Naruto! Auch wenn da eigentlich Sasuke und Kakashi stehen. Aber das war damals so. Name des Hauptcharakters oder der Serie ist gleich Name sämtlicher Figuren. Heißt, alle Kriegerinnen waren Sailor Moon, alle Pokémon waren Pikachu, auch Ash war Pikachu, auch Rocko war Pikachu, das nicht sehen konnte. Und für die ganz alten Hasen, die dürfen mal raten, welches Cosplay ich anhatte, als ich mal von einer Mutter mit Kind mit folgendem, also es ging um den Angel, mit folgendem Satz kommentiert wurde. Ach, schau mal, mein Kleiner, ein Weihnachtsengel. Ja, wer den Angel kennt und jetzt gerade geraten hat, 100 Punkte. Und wer den Angel kennt und deshalb gerade raten konnte, weiß, dass der alles andere ist, nur kein Weihnachtsengel. Und deshalb das nächste Lied für sämtliche Leute, die schon mal falsch erkannt wurden in ihrem Cosplay, heißt für alle Sasukes, die eigentlich Itachi sind, für alle Zeldas, die eigentlich Link heißen. Und natürlich für meinen liebsten Grumpy Weihnachtsengel, das DN Angel Opening, Byakuya True Light, bitte. Und weil dieses Intro abartig lang ist, werde ich jetzt was trinken und ich appelliere an euch, dies auch zu tun. Hier drin. Und besonders die Cosplayer, die auch noch eine Perücke oder wie Ino ja schon noch Fell tragen. Oder Law hier vorne mit seiner Fellmütze trinkt. Singen und hoffen, dass es nicht so
Und die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, falsch erkannt werden, Probleme bei Übernachtung mit dem Cosplay, die hat man ja meistens erst, wenn man sich schon im groben Dunstkreis der Con aufhält. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Und ich bin mittlerweile in eine Großstadt gezogen, aber vorher kam ich aus Mecklenburg-Vorpommern. Mehr Kühe als Menschen und schon gar keine Cons. Und deshalb hieß Con für mich immer relativ weit fahren. Und wie das auf deutschen Autobahnen nun mal so ist, dann ist mal Stau oder ist es gesperrt oder die Leute sind zu blöd für den Reißverschluss, weshalb es dann zu Stau kommt. Und mittlerweile ist das alles kein Problem mehr. Wir haben alle so ein cooles Mini-Navi in der Tasche drin, das sagt uns, okay, in 2 Stunden kommt auf dieser Straße ein Stau, ich fahre dich mal drumherum. Als ich angefangen habe mit Cosplay, da war der Internetknopf auf dem Handy noch fast die Hölle. Also ganz so alt bin ich noch nicht, aber fast. Und selbst eingebaute Navis im Auto waren eher so Luxus. Heißt, unsere Navigationsgeräte hießen Beifahrer. Und wenn man ganz viel Glück hatte, dann hatte man in dieser Situation einen Beifahrer, der auch einen Orientierungssinn besaß. Im schlimmsten Falle hatte man jemanden dabei, der sich eher so verhält wie manche sehr bekannte Anime-Figuren. Ich weiß, der Herr mit dem Fellhut, Lore, der müsste einen davon kennen schon. Ne? Der gute Zorro, und wer ist der Zweite? Da gab es noch so einen Dude, der sich nie zurechtgefunden hat. Wer weiß es? Keiner weiß es. Egal. Hä? Yoga. Genau, Yoga aus Ranma 1,5. Aber, meine lieben Leute, auch wenn ihr dann schimpft, auch Leute ohne Orientierungssinn verdienen Liebe. Und das sehe ich da gerade so, ja, du verdienst auch Liebe. Und deshalb der nächste Song für sämtliche Leute ohne Orientierungssinn, das Ranma 1,5 Opening, genau wie du. Zur Con meist so ist.
Und verdammt nochmal, hatte ich die richtige Gesellschaft, als mal die A7 Richtung Kassel voll gesperrt war. Und das hatte drei Gründe. Zum einen hat unser Navigator eine Alternativroute rausgesucht, die über die wunderschönen Örtchen Geilhof und Hodenhagen führte. Zweitens hatten wir auch nur Leute in diesem Auto, die über diesen Pipi-Kaka-Humor wunderbar lachen konnten. Und drittens natürlich die Mucke, die wir, besonders in den beiden Orten, durch sämtliche Fenster hinaus schallen lassen haben. Und da war ein Lied von einer Band dabei, die sich namenstechnisch wunderbar bei diesen beiden Orten einreihte. Nämlich ging es um die Band Pornograffiti. Und das, was wir damals gehört haben und haben rausschreien lassen, war das allererste FMA-Opening. Melissa, bitte. So wie gestern und heute bei diesem Programm. Das heißt, ich muss auch einmal ganz kurz, wenn ich rankomme. Weil wenn man zwei Tage nur mit Yay beschäftigt ist, dann geht das auf die Stimme. Aber mir wurde letztes Jahr auf einer anderen Kon mal gesagt, ja, ganz, sing doch mal mehr Balladen. Ist jetzt nicht mein Favorit. Aber, ja, Balladen sind manchmal auch schon schön. Und deshalb habe ich als nächstes eine Ballade mitgebracht. Und zwar passend zum Thema On the Road, natürlich von einer umherreisenden Sängerin, einer Bardin, aus dem großartigen Spiel Witcher 3 The Wild Hunt, Wolvenstone, Priscilla Song, bitte. Thank you.
Thank you.
warum ich keine Balladen singe. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, ich bin unter Wasser gebaut. Mein bester Freund heißt Patrick. Aber das ist jetzt gemein, weil diesmal bin ich tatsächlich quasi der letzte Programmpunkt. Sonst kann ich immer sagen, wisst ihr was, das Geile ist? Die Con ist noch nicht vorbei, hier sind noch so viele geile Acts. Und jetzt sage ich, es tut mir leid. Aber jetzt kommt nur noch die Abschlussveranstaltung. Aber die wird auch geil und die Cons ist alles noch nicht vorbei. Es gibt noch so viele geile Cons. Konichi, Anime Festival, Polaris, Max, geht hin. Nikon. Genau. Dedeko ist nächstes Konja. Dedeko ist nächstes Konja. Auch wenn die Anmeldefrist schon läuft. Und weil es noch so viele geile Sachen sind und ihr noch nicht nach Hause müsst, denn ihr bleibt natürlich alle für die Abschlussveranstaltung, kann ich euch natürlich nicht mit dem Song jetzt gehen machen, mit diesem sondern als letztes nochmal zum Krafttanken, zum Freuen, zum Mitsingen für euch. Digimon, sei frei. Thank you.
kurze Einweisung. Ich brauche dafür eure Hilfe. Ihr habt gesagt zugreifen, jetzt brauche ich eure Hilfe. Und zwar ist es ein Medley, die Anna kennt. Und zwar, wenn ich so mache, dann kommt von euch Fighting Dreamers. Und es gibt auch zwei Stellen in dem Song, dann geht es nämlich dann 3, 2, 1, make some noise. Und da will ich, dass ihr ausrastet. Es gibt's keine. Genau. Denn dann kann es losgehen. Dankeschön.